Dankeschön. Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es ist schon schön zuzuhören, wenn ein Staatssekretär wie Herr Meister hier deutlich macht, dass wir mit der Streichung des § 32 ganz wesentlich das erfüllen, wozu wir beauftragt sind. Wenn dann darüber diskutiert wird, also so einfach kann man das ja nicht machen, da müsste man doch noch etwas hinzutun. Wenn das Auswahlverfahren zum Medizinstudium bisher das verletzt, nämlich mit der starken Gewichtung der Abiturnoten, was die grundrechtlichen Ansprüche der Studienplatzbewerber bedeutet, dann geht es darum, eine gleiche Teilhabe zu haben. Und wenn wir mit dem, was das Bundesverfassungsgericht am 19. Dezember 2017 uns letztendlich ins Stammbuch geschrieben hat, gemeinsam von Bund und Ländern jetzt bis Ende dieses Jahres die Auswahlkriterien neben der Abiturnote neu zu regeln haben, dann ist das ein klarer Auftrag. Und ich finde, darüber muss man nicht so weit diskutieren, als dass man sich da auf vernünftige Weise einigt. Wahrung der Chancengleichheit, Einigungsgespräche an Universitäten bis weit in standardisierte und strukturierte Form, die haben stattzufinden. Und zudem müsse die Zahl der Wartesemester enger begrenzt werden. Ich glaube, das sind völlig nachvollziehbare Auflagen, die wir zu erfüllen haben. Bund und Länder haben sich daher im Dezember schon in der Kultusministerkonferenz auf einen Staatsvertrag geeinigt. Damit sind die Voraussetzungen gegeben. Und ich finde, da kann ich dem nur beipflichten, was schon gesagt wurde. Es ist die richtige Form des Lebens, des Föderalismus und der Aufgabenwahrnehmung durch den Bund. Wir als Gesetzgeber im Bund müssen nun zügig dafür die nötige achte Novelle des Hochschulrahmengesetzes verabschieden und dabei eben die Streichung des § 32 ganz maßgeblich und zielorientiert aus meiner Sicht durchführen. Insgesamt soll eben ein völlig neu aufgestelltes System den Hochschulzugang bei Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie aufstellen. Die sogenannte Abiturbestennotenquote wird von 20% auf 30% erhöht und zusätzliche Eignungsquoten, ich denke, die sind ganz wichtig, weil damit deutlich gemacht wird, dass die Chancengleichheit damit schon dass der Rechnung getragen wird. Die Wartezeit soll als Zugangskriterium nach einer Übergangsphase von 2 Jahren abgeschafft werden, aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Medizinstudienplatz beträgt derzeit 14 bis 15 Semester. Und zuletzt kamen etwa 62.000 Bewerber auf 11.000 Studienplätze. Aber, und da kann ich der Kollegin der Linken wirklich nicht beipflichten, diese Reglementierungen waren kein Zeichen von Mangel, sondern die falsche Form der Zugangskriterien. Und ich glaube, damit können wir das jetzt regeln. Fakt ist, sicher keinen flächendeckenden Ärztemangel haben wir in unserer Bundesrepublik, sondern eine starke Ungleichverteilung von Medizinern im Land. Und unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist die geplante Form der Gesetzesänderung ein Schritt in die richtige Richtung. Einige Modellstudiengänge, die es heute schon gibt, zum Beispiel die Medizinische Hochschule Theodor Fontane, beweist, wie erfolgreich diese Methode bereits umgesetzt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Aufhebung des § 32 des Hochschulrahmengesetzes wird die Verpflichtung aus dem Urteil im Bundesrecht umgesetzt. Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Zustimmung und um die Form der Diskussion, die wir gerne auf einem solchen Gebiet gemeinsam führen werden, und freue mich darauf auf die Arbeit in den Ausschüssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege